Ballabus aktivieren! Ich geh raus auf Slifer Sky Dragon. Ja, wir sind schneller. Okay, super geil. Wir gehen jetzt für Doppel-Missplay von ihm, ja? Wir gehen jetzt für Doppel. Und damit herzlich willkommen zur Ankündigung der GPC, der German Pokémon Championships. Viele denken jetzt wahrscheinlich, dass dies die Ankündigung einer weiteren Draft-Liga ist. Allerdings ist die GPC keine gewöhnliche Draft-Liga. Sie ist vielmehr eine Vereinigung, um den besten Spieler im deutschsprachigen Poketuber-Raum zu ermitteln. Meine Wenigkeit und die Leiter vieler verschiedener deutschsprachigen Ligen haben sich zusammengeschlossen, um dem Geschehen rund um das kompetitive Draft-Meta wieder Feuer zu verleihen. Eine genauere Erklärung gibt euch jetzt Shiny Star, der Leiter des UDTs und Mitglied des GPC-Komitees. Über einen Zeitraum von 2 Jahren finden Draft-Ligen statt, die sich bei der GPC registriert haben. Qualifiziert könnt ihr euch für die GPC, indem ihr bei diesen Draft-Ligen Punkte sammelt. Da es verschiedene Arten von Ligen gibt, werden diese in verschiedene Ränge eingeteilt. Zu den bereits registrierten Ligen gehören das UDT, die NPBL und die ASPL. Die Einteilung einer Liga obliegt dem GPC-Komitee. Auch eure Liga kann Teil der GPC werden. Wir haben einen Draft-Liga-Community-Hub-Server, in dem ihr eure eigene Liga bewerben und für die GPC registrieren könnt. Ihr könnt euch mit anderen Spielern über Draft-Ligen, Showdown-Metas unterhalten, aber auch über den Discord auf neue Draft-Ligen aufmerksam werden. Damit sich die Spieler, die generell an sehr vielen Ligen teilnehmen, nicht nur durch ihre Aktivität für die GPC qualifizieren, werden für jeden Spieler nur die besten 5 erzielten Ergebnisse gewertet. Wir wollen euch auch unterstützen, wenn ihr eine neue Liga an den Start bringen wollt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist uns mitzuteilen, welche Teilnehmer ihr habt und im Fall einer YouTube-Liga deren Team-Logos. Den Rest erledigen wir für euch. Wir erstellen euch ein Google-Dokument für eure Liga und ihr müsst dann nur noch die Ergebnisse eintragen. Auch für das Regelwerk können wir in Zukunft ein paar Vorlagen zur Verfügung stellen. Ihr findet aber allen wichtigen Infos auf dem Discord-Server. Und das war's auch schon wieder. Bis zum Start der ersten GPC-Season dauert es, wie erwähnt, noch 2 Jahre. In der Zwischenzeit würden wir uns freuen, wenn wir euch auf unserem Community-Server willkommen heißen dürfen. Zudem wäre es natürlich wunderbar, wenn eure Liga ebenfalls ein Teil unseres Projekts werden würde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.